herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Reed Farming LS19 meets Reality. Was ist denn das für ein Spinner? Oh! Jo! Jo, was ist denn hier los? Moin! Deine Anhänger haben wir mitgenommen und halt die Presse. Habt ihr die kleinste genommen, die ihr gekriegt habt, oder? Ja. Oh Gott, der kommt auch schon. Aha. Oh. Ist das alles ein Anhänger? Ich dachte, der wäre ein bisschen größer. Ja, oh, der andere wäre länger gewesen. Ey. Das wäre aber dann eine Dreiachse gewesen, oder was? Ja, das wäre Dreiachse. Und der wäre dann 39.000. Hätte man lieber den Drehschemel genommen, ey. Aber du mal eine andere Frage. Ja. Warum machst du denn da China-Reifen drauf? Kann ich natürlich noch wechseln. Kein ja. Problem. Okay. Mist. Ich dachte, der wäre größer. Ohne Witz. Da kriege ich ja, was kriege ich denn hier drauf? 5 Ballen und das war's. Naja. Ordentlich Stapeln und dann. Ja, aber dann kommt wieder der Drissler und dann kriege ich einen Strafzettel. Ja, heute ist er nicht da. Ja, heute. So schnell kommen wir da noch nicht dazu. Ich bräuchte nämlich... Bin am Überlegen. Guck mal, der Franz, wie der stiert. Der ist ganz begeistert. Franz! Sieht gut aus, ne? Der hört nicht. Von Trelleborg willst du Reifen haben, oder wie? Nee, nö. So breite Dinger, breite Schluppen brauche ich. Das wären denn in dem Fall Trelleborg. Warte, ich guck mal ins Tablet rein. Achso. Warte mal, dann gucke ich. Ich hätte gleich gucken sollen, ey. Ah, guck mal, hinten dieser Fliegel MK, das wäre doch einer gewesen, ey. Ah, ja. Nee, warte mal. Nee. Ja, doch, Trelleborg. Jo, das... Kriegen wir den Drehschirm, den Dreiachs-Drehschirm? Ah, der fährt jetzt weiter. Der trischt weiter, oder? Ja, der trischt weiter. Okay. Kriegen wir den Dreiachser-Drehschirmel damit irgendwie verrechnet? Das ist halt sehr unglücklich gelaufen. Der ist ja nagelneu. Mal schauen, was sich machen lässt. Ja, wir können den ja mal da behalten. Ne? Schick mal ihn zurück. Der hat bestimmt irgendeinen Defekt, weißt du? Da wird Fliegel schon nicht so rummachen. Irgendwas finde ich. Irgendwelche brüchigen Schweißnähte oder so finden wir schon. Ja, du sollst halt die Hydraulikschlosche abreißen. Das ist dein Job, Gottes. Nee. Gottes. ihr könnt mal da drüben auf Feld dem an... Oder ist er doch schon da? Oh, Alter, was ist denn heute los, ey? Ich muss mal da rüber zum Feld. Kommt ihr mit? Nee. So doch. Einer von uns. Einer kann ja den... ich hätte noch einen Transportauftrag für euch, wenn ihr könnt. Wollt. Ja, was denn für einen Transporter? Am Feld, bei der... beim Zelluloseproduktion, da steht noch mein Massai. Ja? Mit Frontlader. Den einmal hier ans Feld, weil ich irgendwie müssen wir auch die Ballen verladen. Jo. Das wäre optimal. Und... Ja, gut. Ich muss zu dem. Der Kottes, wer presst denn die Ballen? Kottes, machst du das? Ich kümmere mich dann um den Anhänger. Gut. Drüben auf 106 anfangen, bitte. Jo. Danke. Neumann, danke, ja. Ja, mal gucken, was machen. Jo. Tschö. Jo. Tschüss. Jetzt fährt er wieder weg. Oh. Okay, warte mal, dann springe ich mal hier rein.
hier gerade was los, ey. Volker. Jupp. Willst du dann weiter dreschen oder? Mir ist gleich. Also. Ich komm gerade zum Abtanken. Ich würde auch abtanken, wenn's passt. Ja, wir können auch ein bisschen abwechseln. Ja, oder das? Das geht auch. Kannst du es mal versuchen? Ah jo, das klappt schon. Hier geht's gerade schön geradeaus, da geht's schon. Ah ja, perfekt. So wie läuft es? Gelernt ist gelernt. Och. Passt. Ja, ne, passt. Machen wir weiter. Dann kann ich ein bisschen Zeitung lesen. Ja, oder du fährst mit. Ja, wir haben eigentlich noch ein anderes Feld. Ich glaube, ich fange mal drüben die Ante an. Ah, ja. Da steht ja ein Drescher rum. Zeit ist nämlich Geld. Den Dinger hier nehme ich einfach vom Diesel und dann passt es schon. Schneider? Ja. Gibst du mal Bescheid, wenn er abgetankt werden muss, ne? Ja. Perfekt. Schon mal loslegen. Mal aufs Display gucken, ob der auch eine Anzeige hat. Oh, da sehe ich nichts. Mohn hat aber kein Stroh, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Nee. Sagte ich nämlich. Richtig ackern hier. Soll ich zweimal außen herum und dann auf und ab, oder? Wie du willst, kannst auch eine Schnecke machen. Okay. Wie viel Mohn kommt denn hier runter? 3000 haben wir schon.
Irgendwas müssen wir aber verkaufen, dass wir das LU bezahlen können. Ja. Muss man nur gucken, dann was. Ob wir einfach das Soja weghauen, das liegt schon eine Weile im Silo. Ja. Wobei, nächste Woche kriegt man auch wieder Geld von der Gemeinde. Wofür? Ja, für die Paletten dann. Achso, nee, die hast du noch nicht verladen, gell? Nee. Ja, aber. Bin ich halt mal am Nachmittag beschäftigt. Ja, mit diesen Holzkohlenpaletten, die stapeln sich. Oder die lässt es nicht sehr gut. Och, geht. Tragen. Bisschen Erfahrung, dann funktioniert das. Ja. Wie voll bist du denn? 8 Kubik habe ich. Achso, dann ist da noch Platz. Dann komme ich, wenn ich hier rum bin. Ja. Es wird teuer nächste Woche, ey. Die Presse müssen wir bezahlen. Den Transport. Und ich glaube, für einen Drescher muss ich auch noch was zahlen. Wir müssen uns halt die besten aussuchen. Also die besten Zeitpunkte zu verkaufen. Ja. Und den Markt im Auge behalten. Hast du mal geguckt, was steht denn drin für einen Preis für die Metzgerei? Um die 60.000. Okay. Weil ich denke halt, das wäre schon ein gutes Geschäft, weil es gibt ja in der Nähe keine Metzger. Nee, klar. Dann könnte man halt auch zum Beispiel, wir nehmen nur das Fleisch, wenn es gut gehalten wird. Tiere aber dafür zahlen oder irgendwie so. Nein, eigentlich nicht. Das wäre dann wieder zu teuer. Ja, wir müssen schon gucken, dass wir gute Qualität hinkriegen. Vielleicht auch ein Mischmasch. Da kannst du eigentlich rüberfahren zum Abtanken, oder? Wobei ich glaube, ich drehe noch eine Runde. Ja, passt. Bin sowieso gleich voll. Nee, weil wenn mit der Metzgerei, also dass man zum Beispiel, dass wir kontrollieren die Höfe, die uns das Tiere liefern und wie gut die Tiere gehalten werden, umso mehr bekommen sie für die Tiere. Da kommt ja schon einer. Hä? Nee, wie? Hä? Das ist jetzt der neue Enge. Servus! Diesel. Hallöchen. Jo, Hallöchen. Ich hab mal schon eine Runde gedreht. Läuft ganz gut, das Teil. Ja, was sagst du zu meinem Schlepper und den Hänger? Den Hänger hätte ich so jetzt nicht genommen. Wieso jetzt nicht? Der Tridem, der ist ein bisschen zickig manchmal, wenn du um die Kurve fährst. Ja, aber ich komme mit Drehschimmel nicht klar. Naja, klar. Nee, dann ist ja die Variante schon mal gut. Okay, also, hau rein. Ich muss drüben abtanken. Gerne doch. So. So, Alter, was wir hier gerade an Maschineneinsatz haben. Hier einen 1000, was ist das? Kann mal gucken. Volker, hallo? Hallo, hier ist der Neumann. Hi. Yo, dein Fliegel MK, den du haben wolltest. Jo. Ja, du hast halt nicht genügend Geld dafür, ne? Ja, hab ich dann schon. Was muss ich denn noch drauflegen? Also so mit Trelleborg und so, dass man Ballen und Paletten draufladen könnte, würde er 39.700 netto kosten. Wie schaut es denn aus?
farbtechnisch. John Deere. Hätte ich gerne. Oder? Nee, mach Glas. Glas? Ja. Ja, das wären dann 3500 Euro mehr. Ja, rechne einfach mal aus. Was muss ich noch drauflegen? Ach so, mit Nettopreis. Nee, wenn wir die verrechnen, die zwei Anhänger. Ist schon. Wie ist schon? Beiden sind schon miteinander. Ach so meinst du das? Dann müsstest du 12.000. Nee, nicht 12.000. mehr bezahlen noch. Also 13.2. Gott, das kriegen wir hin. Wir haben ein bisschen Getreide im Silo. Also von dem her alles kein Thema. Jo. Gut. Ja. Schauen wir mal. Ich besorge das Geld. Ich schreibe das irgendwie auf. Jo. Gott, bis denn mal. Bis denn. Tschö. Tschüss. Volker? Ja? Willst du weiter draschen oder soll ich abfahren? Wie willst du? Wir können tauschen. Okay, passt. Dann tauschen wir später wieder mal, also. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.